Wir sind alle enttäuscht. Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, ihr hochgradig attraktiven Individuen da draußen an den Empfangsgeräten. Niska hier. So, also, so ziemlich jeder Einzelne fühlt sich komplett verraten, verarscht oder verlassen von der Konami-Bandes. Es hat sich nichts getan. Wir werden auch wahrscheinlich die nächsten 3 bis 4 Monate das exakt selbe Format haben, nur haben wir Flanderies und Social noch weiter mit in den Mix geschmissen. Wir haben Zodiac Barrage Bann. Hinterfragt nicht, wieso, es ist so. Dann haben wir eine Limitierung von Tanky, Eva und was war das dritte nochmal? Gute Miau Miau. Richtig. Das sind einfach nur 3 konservative Hits gegen die Top-Decks, damit sie ihren Shit einfach, den sie machen, nicht mehr so oft machen können. Beziehungsweise Drytron haben sie das Ceiling generell ein bisschen weiter runtergesetzt damit. Ist okay, kann man machen. Es ist jetzt keine Enthauptung, wie man es erwartet hat, von der allbeseits bekannten Januar 2020 Liste, in dem einfach die kompletten Top-Decks aus der Meta rausgeschnitten wurden, komplett. Wenn wir mal weitergehen an den Unhits, haben wir nichts Wirkliches. Wir haben Italy auf 2, absolut random aus dem Nix. Wir haben Nessie auf 2, cool, thanks, I guess. Und wir haben Skullcropper Jack auf 2. Pendulum. Und Double Iris ist auf 3 zurück. Das Einzige, was ich jetzt aus dieser Bandes rauslesen kann, ist, ich kann Pot of Desires und Pendulum Magicians mit einem besseren Gewissen aktivieren. Ansonsten hat sich nichts getan. Super Quantum hat einen kleinen Boost, Walter World hat einen kleinen Boost und Metal Force hat einen kleinen Boost mit Italy auf 2. Das war's, was mir einfällt. Komplett. So fällt mir wirklich nichts weiterhin ein. Danger Nessie auf 2, generell für sämtliche Danger-Zeugs. Keine Ahnung, Dark World Danger. Wie ihr seht, es tut sich nicht viel mit der Liste, wenn man wirklich so drüber nachdenkt. Es ist einfach nur, keine Impact-Karten wurde gebannt oder sowas, weil jetzt die Reprint-Season ansteht. Wir haben die Megatins, wir haben Eldorado, was kommt. Ich gehe mal davon aus, in Eldorado werden wir den Dragoon-Reprint sehen, wir werden den Werte-Reprint sehen. Da wird das ganze Zeug wahrscheinlich einmal drin landen. Weshalb man es jetzt noch nicht rausbannen braucht. Also wir werden für das komplette Jahr dasselbe Format einfach noch folgen spielen. Auch wenn man sagen muss, im Jahre 2021 bewegt sich Yu-Gi-Oh! Sehr, sehr langsam voran, hat man das Gefühl, ne? Naja, kann man nichts machen, außer damit zu leben. Tschüss!